meine Lieben, wir schauen uns an die letzten paar Tage im August vom 29. bis 31. Da haben wir dann immer noch natürlich Sonne und Mars, Sonne in der Jungfrau, Mars in den Zwillingen, die sich ein bisschen kloppen und die nicht so gut klarkommen mit Kritik, Streit, Aggression kann natürlich da eine Rolle spielen. Wir haben Neumond am 27. und Venus ist dann auch freiheitsliebend, weil sie mit Uranus zusammentrifft, der rückläufig im Stier verweilt. Die Venus ist ja noch im Löwen. Dann haben wir am 28. auch mit Saturn eine Energie, Saturn ist rückläufig im Wassermann, die dafür sorgt, dass man eben so ein bisschen den Halt verliert. Also bleibt euren Dingen treu, lasst euch nicht beirren, vor allen Dingen nicht verunsichern. Dann haben wir ab 31. August bis September Mars und Jupiter, also Mars in Zwilling und Jupiter im Widder rückläufig. Da kommt die volle Power, wo man einiges erreichen kann. Das ist natürlich von Sternzeichen zu Sternzeichen unterschiedlich. Das schauen wir uns dann in den einzelnen Belegen an für die einzelnen Sternzeichen. Jetzt hier im September, das ist natürlich Sonne in der Jungfrau. Und Mars und Jupiter, habe ich schon gesagt, bis zum 2. sollte das gut laufen. Und wir haben Merkur, der in der Waage verweilt und Jupiter im Widder rückläufig. Da kann man ein bisschen den Mund zu voll nehmen. Das dauert bis zum 4. September. Man ist so ein bisschen, ich sag mal, darauf bedacht, sich gut dastehen zu lassen, könnte aber damit eine Bauchlandung herbeizaubern, nämlich dadurch, dass man ein bisschen zu dick aufträgt. Vorsichtig damit, ja. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind in der KW 35, das ist die Woche 29. August bis 4. September 2022. Die Sonne ist in der Jungfrau, die möchte Genauigkeit, akkurates Arbeiten, Verlässlichkeit, lieber etwas langsamer, aber perfektionistisch. Da ist die Kritikfreude groß, von anderer Seite, aber auch vielleicht bei dir. Man hält den anderen dann so ein bisschen auch den Spiegel vor. Mit Saturn wächst das Misstrauen Ende des Monats und Uranus und Venus, die sorgen auch dafür, also Venus ist ja im Löwen und Uranus im Stier rückläufig, dass man sich von Dingen befreien möchte. Dann haben wir auch große Energien, was zu schaffen mit Mars und Jupiter. Mars ist ja in den Zwillingen und da hat man Optimismus, da hat man die Energie, aber es kann auch dazu führen, auch gerade bei dir als Wassermann, dass du dich ein bisschen selbst überschätzt, dass du dir zu viel zumutest oder dass du vielleicht an falscher Stelle ja zu viel dazu beiträgst. Also in der Kommunikation ein bisschen ja Süßholz raspelst, hätte ich beinahe gesagt, aber dass du eine dicke Lippe riskierst und dich da vielleicht in Schwierigkeiten bringen kannst. Sei da bitte vorsichtig. Ja, wir haben auch mit Merkur und Jupiter, Merkur ist ja in der Waage, haben wir so ein bisschen diese Überheblichkeit, die ja auch in der Venus im Löwen drin ist. Also bitte versuche, auf dem Teppich zu bleiben, bescheiden, ehrlich, aufrichtig. Dann fährst du am besten und natürlich auch, halse dir nicht zu viel auf. Das könnte sonst für Schwierigkeiten sorgen. Bitte auch versuchen, möglichst bis nächsten Freitag alles in trockene Tücher zu bringen. Denn ab dem 10. September ist Merkur rückläufig bis Anfang Oktober. Und dann geht eigentlich nichts mehr so wirklich gut voran. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen und wir schauen, wie es weitergeht. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind in der KW 35. Das ist die Woche 29. August bis 4. September 2022. Wir begeben uns in den neuen Monat sozusagen und wir wollen jetzt in die Karten schauen, was wir in dieser Woche für den Wassermann allgemein haben. Die Sonne steht in der Jungfrau, die Venus im Löwen, der Jupiter im Widder rückläufig und wir haben ja gehört in der Astrologie, es geht ein bisschen hoch her und auch du als Wassermann musst da ein bisschen abgeben. Aber wir schauen jetzt erstmal, was die Karten für dich haben und du entscheidest natürlich, was davon du von den Hinweisen für dich annimmst und verwendest. Es geht ja darum, dass du entscheidest, wie du damit umgehst. Wir schauen uns als erstes an, wie die Energie für den Wassermann in dieser Woche aussieht. Das sieht nach Arbeit aus.
stimmt. Acht der Münzen. Man ist beschäftigt, busy, vielleicht strickt man an der Karriere, je nachdem. Auf jeden Fall hast du einiges zu tun. Das muss ja nicht schlecht sein. Wie siehst du dich selbst? Vier der Luft. Du überlegst, bist in der Ruhephase, vielleicht Planung. Dein Wunsch? Die drei des Feuers. Du möchtest eine Strategie vorlegen, wie du zum Beispiel die neuesten Projekte angehst, wie du vorankommen kannst. Hoffnung und Ängste, Page der Luft, Informationen sammeln, ja, Dinge erfahren oder weitergeben. Gut für dich ist die Vier der Kelche. Du bist nicht ganz zufrieden. Nun, die besten Dinge kann man erreichen, wenn man unzufrieden ist, weil das bewegt einen ja, weil man was verändern möchte. Nicht gut ist die Acht der Kelche. Völlig neue Wege gehen wird wohl in dieser Woche zumindest noch nicht funktionieren. Ausgang in dieser Woche 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Okay, also die Wünsche erfüllen sich vielleicht nicht exakt so, wie man sich die vorstellt, aber es besteht die Möglichkeit, dass einige Dinge sich in deinem Sinne entwickeln können in dieser Woche. Wir dürfen ja nicht vergessen, da steht auch so ein bisschen was von Überheblichkeit, dass man aufpassen sollte, nicht zu viel zu versprechen, sich auch selbst nicht zu viel versprechen zu lassen und so weiter. Wir schauen mal, was von außen kommt in dieser Woche. Womit sollte der Wassermann in dieser Woche rechnen? Was kommt dir entgegen? In Form von Menschen natürlich, aber auch in Form von Ereignissen. Die Sonne, positive Energie, dir begegnet positive Energie, die kann dich natürlich beflügeln, mitreißen oder es ist ein gutes Vorbild oder jemand, den du sehr schätzt. Schauen wir mal, was haben wir? 10 der Kelche, ganz viel Liebe. Ja, könnte Begeisterung sein, Familie selbst oder eben auch eine neue Partnerschaft möglich. Wir haben die 5 der Münzen, Rückzug. Okay, Einsamkeit vielleicht oder man sucht Zeit für sich alleine. Wir haben die 5 der Schwerter. Es gibt ja vielleicht konstruktive Kritik, vielleicht Dinge, die man ändern möchte. Man sucht nach Lösungen vielleicht. Wir haben Erfolg, das ist gut. Erfolg ist gut. Man kommt weiter, man kann Dinge ändern, verbessern. Man ist in dem gut, was man macht. Wir haben die 6 der Münzen. Ausgewogenes Geben und Nehmen bedeutet, mit anderen fair umgehen, selbst auch fair behandelt zu werden. Also, dass sich keiner übervorteilt fühlt. 4 der Münzen bedeutet auch ein bisschen das Geld zusammenhalten, aber auch an etwas oder jemandem festhalten. Das kann die neuen Wege betreffen oder die Fairness, ja. Dann haben wir noch die Kraft, das bedeutet Disziplin, Durchhaltevermögen, Zähne zusammenbeißen, das innere Biest zähmen. Das klingt doch schon mal ganz gut. Schauen wir uns das ein wenig genauer an. 4 der Luft, Urlaub, Entspannung, gute Überlegung. Ja, wir haben Entscheidung. Also steht eine Entscheidung an, die gut überlegt werden will und es müssen Prioritäten gesetzt werden. Also es geht darum festzustellen, was ist jetzt wichtiger. Also man kann nicht alles auf einmal machen, eins nach dem anderen. Dann haben wir als Wunsch die 3 des Feuers, die Strategie. Wir haben den Turm, Platz schaffen für Neues oder vielleicht ein paar Abstriche machen. 9 der Schwerter, da ist Angst drin, da ist Befürchtungen drin, dass man etwas nicht hinbekommt, dass man vielleicht die falsche Wahl trifft. Ich denke, dass du einfach ein bisschen Ballast abwerfen solltest. Also dir nicht zu viel vornehmen solltest bei dieser Strategie. Page der Luft, Informationen sammeln oder weitergeben durch Kommunikation. 8 der Stäbe und die Liebenden. Vielleicht jemandem zeigen, wie gern man ihn hat. Oder jemand zeigt dir, wie gern er oder sie dich hat. 4 der Kelche, da ist die Sonne, das ist auch die Außenenergie. Und die 4 der Kelche nochmal. Also haben wir in der Unzufriedenheit etwas Positives, aber ganz zufrieden ist man immer noch nicht. Das kann bedeuten, dass du das Positive, das sich dir zeigt, vielleicht übersiehst oder nicht wertschätzt. Denn die 4 der Kelche ist ja auch, dass einem das, was einem gezeigt wird, nicht möchte oder nicht gefällt. Die 8 der Kelche, neue Wege, da haben wir Nostalgie und 10 der Münzen. Stabilität und Sicherheit. Kann sein, dass es etwas gab in der Vergangenheit, was dir Stabilität und Sicherheit geboten hat und du vielleicht mit neuen Wegen etwas Ähnliches finden möchtest. Aber das ist in dieser Woche nicht so gut. Okay, 9 der Kelche, Gerechtigkeit.
Das ist die Waagekarte, ja, also Ausgewogenheit. Und der Knabe der Kelche, Freundlichkeit. Also man muss schon für Harmonie sorgen, miteinander. Und man muss auch versuchen, Gefühl zu zeigen, natürlich entgegenkommen, Freundlichkeit, die Hand reichen, um die Wünsche zu realisieren. 10 der Kelche, 5 der Stäbe, Unruhe und 5 der Schwerter, Streitgefahr oder Dissonanzen. Also vielleicht ist dir das auch einfach zu viel Gefühl, was darüber kommt. Denn du fühlst dich verunsichert, vielleicht auch mit Mars in den Zwillingen ein bisschen ja, hin und her gerissen. Und die 5 der Schwerter ist ja auch ja, die Dinge beim Namen nennen, ne, die man nicht gut findet. Die 5 der Münzen, der Gehängte und der König der Kelche. Damit haben wir eine Energie, die in den Rückzug geht. Ja? Die 5 der Münzen ist ja sich von etwas oder jemandem zurückziehen. Der Gehängte bedeutet, ich versuche mich in jemanden hineinzuversetzen oder in die Situation, würde für die Strategie zum Beispiel passen. Der König der Kelche ist fürsorglich, zeigt aber wenig Gefühl, weil er seine eigenen Ziele vor Augen hat. Also das ist ein bisschen eine einsame Energie. 5 der Schwerter, 4 der Stäbe und 2 der Schwerter. Man ist ein bisschen unschlüssig. Man hat vielleicht auch diesen Freiheitsgedanken, ja, dass man sich nicht unterordnen möchte, weil wir haben mit den 4 der Stäbe eine solide Basis. 2 der Schwerter ist Zurückhaltung, also man sagt nicht viel. 5 der Schwerter sind unangenehme Themen oder Dinge, die besprochen werden. Wenn du aber zurückhaltend bist, kannst du nichts klären. Das ist natürlich auch für deine Gegenüber schwierig. Erfolg, da sind die 10 der Stäbe und die 5 der Münzen. Erst müssen die Verpflichtungen erledigt sein, bevor der Erfolg eintreten kann. Also es gibt auch Nebenkriegsschauplätze, Verpflichtungen, Dinge, die du tun musst, damit du erfolgreich sein kannst. Also klein, also arbeiten, irgendwas, was du noch machen musst. 6 der Münzen, Ass der Münzen und der Waage. Stabilität und Sicherheit geht nur durch Ausgewogenheit. Also, dass man eben für eine harmonische Atmosphäre sorgt, sich um die Dinge kümmert, die wichtig sind und natürlich auch Kleinigkeiten bedenkt. Ja, man muss sich schon ein bisschen ins Zeug legen. 4 der Münzen, Disziplin und 3 der Münzen. Okay, wir arbeiten zusammen als Team, als Kollegen oder als Familie oder Partner. Und da heißt es natürlich, jeder muss seinen Teil dazu beitragen und für das Wohl der Gemeinschaft sorgen. Auch nicht zu viel Geld ausgeben. 4 der Münzen sind auch Finanzen. Wir haben die Königin der Stäbe und wir haben das Rad des Schicksals. Das bedeutet Disziplin, man ist optimistisch und man geht mit dem Flow. Man passt sich den Gegebenheiten an. Also so ein bisschen auch auf die anderen zugehen, schauen, was die anderen wollen. Ja, wir haben hier aber ein paar Themen, die schon auch erst erfüllt sein müssen, damit die Harmonie und das Zusammenspiel im Team, in der Gruppe oder bei den Kollegen ja, passt. Wir haben positive Energie von außen für dich in deinem Job, in deiner Arbeit, in dem, was du vorhast. Ich habe hier aber so ein bisschen das Gefühl, dass du hier ein Stück weit unzufrieden bist, ja, auch vielleicht unzufrieden, weil dir jemand hilft und dass du auch noch Dinge tun musst, ja, oder dich so ein bisschen anpassen musst, fällt dir in dieser Woche ausgesprochen schwer. Ja, die Ausgewogenheit hier und dann kommt der Erfolg mit dem Team und so weiter, sich ein bisschen anpassen. Versuche es wenigstens. Ja, versuche ein bisschen auf die Gemeinschaft zu achten. Du bist ja auch ein sehr gemeinschaftliches Sternzeichen als Wassermann. Du musst dich nicht unterordnen. Zusammenzuarbeiten oder sich aufeinander einzustellen, heißt nicht, sich unterzuordnen, sondern an den Dingen zu arbeiten gemeinsam. Und da haben wir auch schon eine gute Karte. Den Biber, schaffe eine solide Basis. Eine Basis, mit der nicht nur du zurechtkommst, sondern auch deine Mitmenschen. Ja? In welchem Bereich auch immer. Du musst den Leuten sagen, was du vorhast, wo du hin willst und wie ihr zusammenarbeiten könnt. Also ihr müsst euch da schon abstimmen. Das heißt aber nicht, dass sich der eine dem anderen unterordnen muss. Ich lese mal vor.
Der Geist des Bibers kommt zu dir, um dir zu sagen, dass in dir eine Kraft lebendig ist, die aus dem Allgeist geboren ist, dem Ursprung, dem alles Leben entstammt. Es ist die Kraft, mit der du die heilige Verbindung zum universalen Bewusstsein herstellst, sodass du bewusst die Welt miterschaffen kannst, die du dir wünschst. Aber sei dir bewusst, dass es Arbeit, Entschlossenheit und ständigen Einsatz erfordert, als Mitschöpfer eine solide Basis für deine Träume zu schaffen. Wenn du aber mit dem Allgeist als deinem Partner die Äste und Zweige deiner Bestrebungen und Sehnsüchte auf dem Strom der Zeit aufschichtest, wirst du erstaunt sein, wozu du imstande bist. Du wirst feststellen, dass du sogar die Richtung des Lebensflusses zu ändern vermagst. Du kannst dafür sorgen, dass deine Welt reich und sinnerfüllt ist, voller Liebe, Freude und Magie. Was du dir ersehnst, wird zu dir kommen und dauerhaft bei dir bleiben, wenn du an einer stabilen Grundlage baust. Sei fest in deinem Vorsatz, halte deine Energie aufrecht, nutze alle deine Ressourcen und die Energie dieser wunderbaren, produktiven Zeit. Habe Vertrauen, denn mit dem Allgeist als Mitschöpfer an deiner Seite ist dir der Erfolg sicher. Er ist dein Partner, der dir dabei hilft, die Richtung deines Lebensweges so zu verändern, wie dein Herz es verlangt. Ja, und das beinhaltet nun mal auch die Zusammenarbeit mit anderen Menschen, mit Gegebenheiten und in der Spur zu bleiben, auch pragmatisch vorzugehen, langsam vorzugehen. Wir haben jetzt, wie gesagt, bis zum 9. noch Zeit, diese Dinge zumindest anzuleiern, denn dann wird Merkur rückläufig und das dauert bis 2. Oktober und das ist eine lange Zeit. Ich würde vorschlagen eben, dass du dir dazu ein paar Gedanken machst und dann überlegst, wie du eben auch die Ressourcen der anderen, die dir hilfreich zur Seite stehen, nutzen kannst und wie du diesen natürlich im Gegenzug auch nützlich sein kannst. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg, bin gespannt, wie du das hinbekommst und ich sag bis bald. Und wir schauen natürlich, wie es weitergeht.